Hallo, ihr Weichküken, und damit recht herzlich willkommen auf unserem, ja, ich hab's gesagt, auf unserem Rosting-Kanal und mal wieder zu einem Rostis-Geschmackstest. Ein Geschmackstest. Und gleich mal vorneweg, es handelt sich dabei natürlich alles hier um unbezahlte Werbung, selber gekauft, bekommt kein Geld dafür, nichts. Alles aus eigener Tasche. Nur mal so vorneweg. Und natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die das hier alles gar nicht machbar und zu realisieren wäre. Vielen, vielen Dank, Freunde, für eure enorme Hilfe. I love you. Ohne euch wird nämlich diese Geschmackstests und alles andere, was im Real Life hier passiert, nicht geben. Vielen, vielen Dank. I love you. Ein Stück bezahlte Werbung muss man auch wegmachen. So, und zwar testen wir heute mal was ganz anderes. Ihr habt es ja schon im Thumbnail gesehen, und zwar aus dem Penny. Das Penny Ready Club Sandwich Lachs. Mit Ei und Karotten. Ich kann es nicht lesen ohne Brille. Penny Ready Club Sandwich Lachs. Mit Ei und Karotte. Zwei Sandwiches. Mal was ganz anderes, Leute. Hat gekostet 1,99 €. Sind 170 Gramm drin. Ich meine, mit Lachs, Ei und Karotte. 1 Euro, also kannst du sagen, 1 Euro pro Sandwich mit Lachs. Lachs ist ja teuer. Aber mal was anderes. Ich kann echt zurzeit keine Chips mehr sehen, Freunde. Meerkorn. Ich lese mal vor, wenn ich es lesen kann. Ohne Brille, ich bin blind. Meerkornbrot mit gegartem und gezupftem Lachs, Kräuterquarkaufstrich, gekochtem Ei und eingelegten Karottenstreifen. Verzehrfertig belegt. Meerkornbrot und so weiter, habt pro 100 Gramm 228 Kilokalorien. Nicht schlecht. Ist haltbar bis, ihr könnt vielleicht sehen, 3.11. heute, wo ich es aufnehme. Jetzt haben wir den 29.10., sprich Donnerstag, 0.06 Uhr, nehme ich es auf. Also ist noch haltbar. Habe ich gestern, am Mittwoch habe ich es frisch gekauft. Und heute wird es getestet zum Abend. It was surprise, surprise. Ich bin gespannt. Club Sandwiches. Ich liebe Sandwiches. Mal schauen, wie es aussieht. Schöne Verpackung. Nicht so eine Plastikrampe oder so eine Billigkarton. Aber schon haben wir den Plastik. Ist ja klar, muss ja auch. Aber die Tüte kann man aufheben. Hat man schon was im Müllbeutelchen. Eine Schutzatmosphäre. Wird dann so ein Stickstoffgemisch, glaube ich, oder sowas eingeführt, damit es auch haltbar bleibt und frisch. Ich reiß mal das Päckchen auf, ich hoffe. Oh. So sieht's aus in der Verpackung. Bin schon mal, wie sagt man, positiv überrascht. Ich nehme jetzt mal hier ein Tellerchen. Oh, schade. Ich mach's mal aufs Tellerchen. Ich habe gedacht, das sind so klassische Sandwich-Dreiecke. Habe ich mich versaut? Nö, oder? Und ich hole mal eins runter. Das habt ihr, so ist die Größe. Also, das ist schon ein schönes, dickes Brot. Hat auch eine schöne, weiche Konsistenz. Ich würde es jetzt gern aufklappen. Aber dann, ich möchte es halt auch nicht kaputt machen. Ihr seht den Belag.
bisschen Lachs, bisschen Quark. Aber für ein, also für einen Euro so ein mini halbes Brötchen oder halbes Brot. Also vom Geruch her riecht's gut. Ich probier mal. Ein bisschen trocken. Für mich hätte jetzt noch da Butter drunter gehört und dann der Kräuterquark. Weil Kräuterquark ist ja an sich schon etwas Trockeneres. Und ihr seht ja, die Ecken sind nicht ganz ausgestrichen, es ist gerade nur in der Mitte. Das Ganze und links und rechts. Ist runtergefallen. Mitten auf dem Laptop. Da lag's. Also sehr sparsam. Man schmeckt den Lachs. Ist halt so Billiglachs, man schmeckt die Karotten. Der Quark ist gut gewürzt. Ihr seht ja vielleicht, Kräuter, Schnittlauch, frisch. Kein Trocken oder so, Trockenkräuter. Wow, die trocken. Zu trocken. Die hätten statt Quark einen Frischkäse oder so nehmen sollen, oder wo mehr Fett hat, oder halt Butter drunter noch streichen und vor allem ganz flächig. Die Brotscheiben sind super. Wunderbares Brot. Nur eben, man schmeckt auch vom Lachs nicht ganz so viel. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Ich öffne nochmal für euch, um euch das zu zeigen, wie sparsam. Wie sparsam hier mit dem Brot, mit dem Aufstrich umgegangen ist. Unten am Eck hier seht ihr ja gar nichts. Hier scheint es mir, dass mehr Lachs drauf ist. Hier, das unten hier, das ist Lachs. Ich beiß jetzt mal die Ecke mit dem Lachs ab. Also den Lachs kann ich nicht rausschmecken. Man schmeckt auf jeden Fall die Kräuter, die auf jeden Fall da sind. Und auch frisch. Kräuter sind frisch. Das sind frische Kräuter. Das war das Eck, wo gar nichts drauf ist. Also das ist eigentlich nur pures Brot. Und für den Preis ist mir es dann zu teuer. Also da sind sie sehr sparsam damit. Also das ist schon... Also wenn man sich die Zutaten selber holt und sich ein richtiges, fettes, mega Sandwich macht, hat man mehr davon.
Sicherheit. Soll ich mal Big Bite machen? Big Bite! Only for you? Wenn schon kein ASMR. Wunderbar. Ihr seht ja, das kannst du dir mit einem Happen in den Mund stecken. Und dann, wenn du so eine ganze Scheibe Brot dir in den Mund steckst und isst, so wie ich es gerade, fast also mehr wie ein Dreiviertelstück Scheibenbrot, also Brot, den Rest. Dann vermengt sich das alles wunderbar und es ist nicht trocken. Dann ist es sehr angenehm zum Essen. Gerade mit diesem frischen, noch richtig saftigen Brot. Das ist super. Das Brot, muss ich sagen, kriegt auf jeden Fall ein Wow. Brot ist super. Einwandfrei. Schön saftig, frisch. Frische Kräuter. Der Lachs war zu wenig. Hat man gar nicht rausgeschmeckt. Also ich überhaupt nicht. Karotten, hat man gemerkt, waren auch zu wenig drauf. Vom Ei selber hat man im Prinzip auch nichts gemerkt. Es war eigentlich mehr der Quark im Vordergrund. Der auch gut war. Aber muss ich echt so eine ganze Scheibe oder beide Scheiben, so eine Hälfte von diesem Sandwich, muss man sich komplett in den Mund stecken und alles miteinander. Wenn man so eine Hamsterbacken bekommt, dann ist auf jeden Fall nicht trocken. Aber ansonsten, so Biss für Biss, wenn man gerade diese eckere, die trockenen Enden reinbeißt, hat man nur Brot. Und das ist für mich, also, hätte man besser machen können. Ich trinke mal einen Schluck, Leute, zum Nachspülen. Wollt ihr, dass ich öfters mal auch solche Sandwiches teste, wo es in jedem Discounter gibt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Statt jetzt nur Chips. Ich werde auch gerne mal wieder so Burger testen, aber es kommt halt zurzeit nichts raus. Es ist halt Weihnachten und was wollen sie da an neue Burgers rausbringen oder so? Klar, jetzt ist erstmal Halloween. Aber im Moment, diese Woche kam gar nichts, nirgends. Vielleicht kommt ja nächste Woche noch. Irgendwas, ich weiß nicht. So, Freunde, schon wieder 13 Minuten. Und ich hab's, ach nee, ich hab's schon wieder mit einem Kollegen vergessen. Vor lauter, ja. Sorry, Minion. Kommen wir zu meiner Geschmacksvergabe von Rostis Geschmackspunkte. Die Wertung. Der Preis ist für mich, für dieses Produkt, etwas zu hoch. Das Brot ist super. Die frische Kräuter und Quark ist auch in Ordnung, aber muss ich halt Lachs zu wenig, Karotten zu wenig, Ei zu wenig. Und dann finde ich den Preis, ihr habt ja gesehen, 170 Gramm hört sich ja eigentlich noch relativ viel an. Aber dann, wenn man das auspackt, dann ist ja gerade mal im Prinzip so eine Brotscheibe. So. So eine Scheibe Brot oben, unten. Die Ecken zu wenig belegt. Biss für Biss ist an den Ecken zu trocken. Ich gebe dem schwierig. Für das Brot, die schöne Verpackung, die Verpackung finde ich super, super von außen. Spricht an. Ich gebe dem, schwierig, eine 6. 6 Punkte. Ist schon ein bisschen viel, aber für das Brot allein gibt es noch halt einen extra Punkt, weil das Brot ist super saftig. Ja, Freunde.
das war mal wieder ein weiterer Rostis Geschmackstest, den ich machen durfte oder euch zeigen durfte. Und mir leid, ich gehe ja nur in Vorkasse. Ich zahle ja alles, obwohl ich es gar nicht habe. Es fehlt mir halt an meinem normalen Budget, wo, vergesst, ihr wisst ja meine Situation, bis ich mal mit YouTube mein Geld ausbezahlen kann, was ich vielleicht eventuell, was ich verdiene mit meinem, mit meiner Vielzahl an Klicks. Aber ohne unsere Unterstützer wird gar nichts gehen, glaubt mir das. Und da hilft jeder Cent. Meine Unterstützer und Mitglieder, die machen alles für mich. Die sind einfach großartig. Ihr auch, wenn ihr die Videos schaut, ich liebe euch alle, das wisst ihr, ob ihr mich unterstützt oder nicht. Und ich habe Spaß dran und lieber verzichte ich daheim auf noch mehr, statt irgendwie mit YouTube nichts mehr zu machen, weil YouTube ist mein Leben, meine Rente halt. Das mache ich, bis ich das Zeitliche segne und ich möchte noch viele, viele weitere Geschmackstests machen. Und wenn ihr wollt, dass ich öfters mal auch solche Sandwiches und so andere Sachen teste, dann bitte, bitte, bitte schreibt es in die Kommentare oder sagt, nee, Sandwiches interessieren uns überhaupt nicht. Wisst ihr, sowas würde ich auch gerne testen. Freunde, that was it. Bleibt mir noch zu sagen, die YouTube-Musik im Hintergrund, wo ihr sie hier herunterladen könnt, ist ja auch mittlerweile bekannt. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rossi-Kanal. Bitte bewertet das Video, schreibt was in die Kommentare, auch die vierte Glocke. Und jetzt habe ich aus Versehen auf Ende der Aufnahme gedrückt. Jetzt muss ich es zusammenbasteln. So eine Kacke! Da war ein Break. Habt ihr es gemerkt? Nee. Ich drück drauf und bin noch gar nicht fertig. Bin ich zu dead? Vor lauter Aufregung. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal reinschaut, wenn ihr auf unserem Rossi-Kanal. Bitte bewertet das Video. Schreibt was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur das Köpfchen drücken. Press the Hate-Button, to subscribe. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, passt auf euch auf, übertreibt es, habt Spaß. Schützt euch und bleibt bitte gesund. Wir sagen schon bitte und viele Dinge rund. Euer SM Daddy, die Minion, die Yoda, der Darth Vader, die anderen Minions, die Humi und der Rossi, der alte Mann, der jetzt wieder zusammenflicken darf. Schrott. In diesem Sinne, wir sagen thank you und goodbye. Good night und vielen, vielen Dank an euch. Bewertet dieses Video. Schaut es. Danke. Ciao, ciao. Bye, bye.